Moin meine Geilen und ganz herzlich willkommen zurück zu LOL, und zwar spiele ich heute mal Trollpick mit dem guten Netmer auf Doom. Auf Doom. Geil. Sag hallo. Hi. Und zwar spielen wir heute mal Twitch und Shaco. Ja, Shaco im Jungle. Ich glaube, der Yi vermissen wir jetzt schon. Muss gleich mal rüberschauen. Oh Gott. Geil! Ich hab den Red Buff geschafft! Alleine! Und das nur mit dem Dorant. Easy. So sieht's aus, Junge. Guten Tag. Yi? Give me her. Übrigens, Leute, weil, falls ihr fragt, warum ich sehe, warum die Buffs hier sind, das ist MKLOL. Das ist eine kostenlose Datei, wo ihr euch auch alle Skins anzeigen lassen könnt. Jo. Okay. Weißt du, was geil ist? Mir ist du hast den Blue Buff so schnell gemacht, dass mir nicht mal mehr die Zeit angezeigt wurde, nachdem ich das angemacht habe. Ja, siehst du mal, ich bin halt ja einfach zu gut. Okay, du counter Jungles und ich gehe normal Jungle, oder? Mega. Ja, der I wird so. Tschüssi. Denkt er wirklich, ich bin so blöd und lauft er wirklich hin? Ich bin Shaco May. Okay, Twitch, das dauert zwar nicht. Das ist zwar, das geht zwar ziemlich schnell mit dem Jungeln, aber er bekommt das richtig hart aufs Maul. Also es ist richtig viel, was der da an Schaden bekommt. Mir ist gerade aufgefallen, die haben erstmal ein Lucian Mitte. Ah, okay, ich hab mich schon gefragt, wer von den beiden Mitte geht. Wir haben einen Top-Lane Galio. Oder die. Ich nehme den nochmal. Nice. Nicht sterben jetzt, nicht sterben. Nee, niemals. Boah, da ohne Spaß. Ich muss mir unbedingt die Machete kaufen. So. Ist ja blöd, Alter. Ich verkaufe das nochmal. Nee. Zurück. So. Das ist so ein Spaß, die da hier. Geil. Es ist so geil. Erstmal hier ein bisschen. Was ist wichtig ist, wenn der Traum die ganze Zeit defendet. Erstmal ein bisschen Salz streuen hier. Ja, schön Salz in die Wunde. Ja, nimm du die mal, ich nehm derweil die Golms. Ja. Die Golms. Die Golms. Die Golms, Junge! Alter, ich hab jetzt schon 1300 Gold halt. Ja, der kann ich hatte nicht mal ansatzweise so viel. Der Yi kann einpacken. Vor allem ich bin halt noch sein Counter. Was will der noch machen? Kann nach Hause gehen. Du bist eine Counter-Bitch. Das fand ich jetzt nicht so lieb. Na, ist ja egal. Verschleimung machen. Boah, Alter, wie gemein wir sind. Oder gerade du. Weil wir trollen einfach unsere Teammates damit. Na, wieso denn? So ein gefiederter Shaco, der hat trotzdem im Late Game alles... Jawohl, was heißt der Late Game? Late Game bin ich scheiße. Wieso? Shaco im Late Game tut weh. Ja, schon, aber... bringt halt nicht viel fürs Team. Das ist das Problem. Naja, bist du bei einer doch, im Teamfight schon, wenn er es schafft, eine Box in den Tank zu setzen, wird der eben gefeelt. Das heißt, er kann erstmal nicht seine Tank-Optionen erfüllen. Der Yi ist wirklich durch den Jungle gekommen. So schnell, so schnell. Ja, ich glaube, der weiß, dass wir diese Taktik... Ja, komm, Double! Wir sandwichen den. Okay, der hat gewartet. Der hat gewartet. Aber er hat kein Heal mehr. Haha, Farm. Er gönnt sich den Farm. Achso, ja, war ja noch ein Pinkwood. So. Vor allem ist es halt richtig asozial, ne? Ja, boah, irgendwie schon. Mach uns einfach unsichtbar. Ja, vor allem ich habe extra noch einen Champion genommen, der auch sich unsichtbar machen kann, weil du ja dauerhaft unsichtbar sonst bist. Vor allem der Yi, der leidet halt richtig, ne? Ich glaube, der ist schon AFK. Nee, der hat es geschafft, durch seinen Jungle zu kommen, ohne dass ich ihn dabei erwischt. Doch, ich habe ihn gesehen beim Gromba, aber naja. Apropos Yi, der war er schon wieder. Denkst du, ich schaff den Rapture? Ja, ich mach auch gerade die. Oh, knapp.
Na, ich denke, du schaffst das. Du bist Sharko. Nee, nee, heißt, aber... So. Nee, nee, ich mein vor... Bevor Yi kommt. Alter, wir sind so gemein zu dem Yi. Ich glaub, wenn der das merkt, lief der. Der hat schon gemerkt, dass er gerade gekommen. Komm, ich nehm Devourer. Scheiß drauf, Devourer. Ja, klar, Devourer, Alter. Devourer OP. Ja, natürlich. Easy. Ja, okay, das könnte jetzt böse enden. Ja. Das hat bloß... Okay. Alter, weißt ne? Vor kurzem, was heißt vor kurzem? Gestern. Nice Dodge. Raum. Oh, er gönnt sich den Kill. Er gönnt sich den Kill einfach. Er gönnt sich den Kill. Ja. So muss das sein, Wono. Da kommt er nicht lebend weg. Das kann er nicht abschminken. Ich glaube, er riecht dich. Na, ja, der müsste sich kommen. Ja, hat dich gerochen, wie gesagt. Scheiß Frosch. Ist mal weggesprungen. Ah, die haben ein Wort. Dodgen! Ich dodge die. Aber leider noch keine Ulti, das wäre witzig, wenn ich die jetzt schon hätte. Mal gucken, ob hier gewartet ist. Ich habe keine Mana. Ja, das ist wirklich das Einzige, was mich an Shaco stört. Mana? Ja, das Mana-Problem, aber das haben sie ja jetzt in halbwegs geregelt, dass der jetzt ja das Mana immer wieder zurückbekommt. Wenn er, also weniger Mana kostet die Q, je mehr die gelevelt wird, das finde ich ganz nett. Ja, das ist schon seit Ewigkeiten, also seitdem er so ein bisschen gerevelt wurde. Oh, ich brauche den Blue halt, ne? Aber die Frage ist, ob er ihn will. Ich komme nicht dazu, Devourer zu bauen, Junge. Wieso? Ich schaff's nicht, das ganze Gold immer zusammen zu bekommen, bis ich weg muss, weil es ist halt echt schwer. Ja, ich... Aber ich muss ganz ehrlich sagen, durch MKLOL habe ich echt viele schöne Skins. Was ich echt traurig finde, ist, dass Tiamat keinen AOE-Effekt mehr bringt. Ja, dort den Effekt noch, aber eben keinen passiven mehr, sondern bloß... Ja, eben. Das kotzt mich ja eben an. Dadurch ist Shaco ein bisschen schlechter geworden halt. Das ist halt... Das muss man aber auch so sehen, dass der Tiamat vorher auch ziemlich stark war. Na und? Allein der Tiamat hat schon ziemlich viel Schaden gemacht durch diese ständige Passive. Jetzt wurde das halt auf das Rageblade gelegt. Ja, schon. Aber dafür war es auch ziemlich teuer, hallo. Ich denke, 1900 ja. Für einen Jungler ist nicht sehr viel, nicht sehr wenig. Oh, da ist ein Yi. Lass ihn mal töten. Okay. Da, beim Blue. Du kommst ran, Junge. Komm ran. Slow ihn. Brav. Gute Ratte. Einer. Boop. Boah, Alter, da kommt die Ulti noch rumgeschissen, Junge. Ja, ich hab so ein bisschen gedenkt, dass du ja nicht stirbst. Ich hatte Angst um dich. Nicht. Ich bin einfach nur wieder reingesprungen, was total doof war. Hier, Klon von hinten. Schaffst du. Klon, you can do it. Scheiße! Nein! Es hat nicht gereicht. Nee, hat's nicht. Es hat nicht gereicht. Fuck. War dein Klon eigentlich bei mir? Hä? Bei dir? Beim Lucian. Aber ich habe ihn leider nicht getroffen. Ich habe eigentlich erwartet, dass der Schaden reicht. Ich hatte eigentlich auch erwartet, dass ich noch einen Autotech mehr getroffen bekomme. Oh Gott. Hä? Nee, ich rede gerade bei mir, weil ich habe... Ja, mehr oder ich weiß, aber ich hatte es auch erwartet. Das war echt komisch. Wow, dein Schaden, du. Junge, komm noch mal ran! Mit wem habe ich da gespielt? Boah, das weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall war ich da einfach jahrelang im Jungle drin. Und nichts konnte mich aufhalten. Oh mein Gott! Kam ich wieder... Irgendwann... Warte, wir müssen sie hier trappen. Da, mach das Wort! Trotzdem nicht gepackt, die Idioten, ey. Aua, Alter, der Galio hat jetzt schon mega viel Damage. Das ist halt das Schlimme, da brauchen wir bloß auf Magic Resist gehen und hat einfach von 300 Magic Resist 150 AP.
Das ist dadurch auch der älteste Champion, der mit, glaube ich, 15 AP anfängt, automatisch. Ja, ja, klar. Einfach wegen seiner fucking Pässe. Kannst du einfach mit Dings, mit der Magieresistenz Cloak da. Ja, genau. Oder? Allein mit Magieresistenz. Deswegen war Galio auch im Earth so mega beliebt. Die konnte man einfach auf Earth spielen, hat den auf Magic Resist gebaut, weil da ziemlich viele Mages gespielt wurden. Hat einfach Schaden gemacht und war trotzdem mega tanky. Pass auf den Galio auf. Ich komme. Ich versuche nochmal zu kommen. Ich versuch's nochmal. Die wollen mich irgendwie nicht mal. Die wollen dich. Aber nur Illusion. Lappen. Lappen! Das ist immer so gut. Ich hab sie gesloat. Der queued erstmal meine Box. Auch gut. Finde ich super. Jetzt habe ich meine Q einfach so auf. Die wird auch scheiße. Ich stehe da nicht nochmal rein. Siehst du aus? Nö, nicht so richtig. Nein! Meine! Ich helf dir doch mal. Ja. Sei froh, dass ich so zu... Ja, okay, da kann ich wirklich froh sein, weil ich hatte schon Tut's mehrere... Ja. Naja, die pushen mir das mehr. Popo-Jungler? Ja, Popo-Jungler. Immer diese Popo-Jungler. Ja, also echt scheiße. Richtig nervig. Echt schlimm. Ich müsste eigentlich so eine Art hier Tiamat für den ADC geben. Das wäre witzig. Und das wenn man aus der Ferne so einen Wave-Clear hat. Das ergibt gar keinen Sinn. Wieso denn? Ja, wie soll das funktionieren? Keine Ahnung. Na, ich hatte einen Kumpel und der hat mal gesagt, dass er mit einem Freund zusammengespielt hat und der hat sich als ADC 6-mal Tiamat gekauft. Ich kenne ihn manch, weißt du, das ist vor Ewigkeiten gewesen, ne? Hat er noch Boardgames gespielt. Auf jeden Fall. Der hatte da einen Mordekaiser, der sich einfach 2-mal Runans gegönnt hat. Dann hat Bruder früher mit Master Yi gekauft. Naja, der Attack-Speed ist halt wirklich nicht schlecht, aber trotzdem, der Rest ist halt nutzlos. Weil den Attack-Speed bekommst du ja an sich nur diesen Effekt halt nicht. Früher war alles anders. Früher war alles besser. Nee, nicht wirklich. Ja, okay, da waren wir alle schlecht. Alle. Ausnahmslos. Ausnahmslos, Spacken. Früher? Du bist immer noch schlecht. Soll ich verarschen? Tut mir leid, aber ich kann da nicht hin. Ich habe keine Mana, ich habe noch keinen Schaden. Was macht die da? Ich rette einfach ihr Leben, ohne groß was zu machen. Regt. Gib mir in einem Aram 10 Minuten zum Beispiel und ich mach dich fertig. Lol, das ist jetzt ein übelster Dupe. Lol, der Yi sieht dich, aber macht nix. Oh, tschüss. Könnte ich den Lucian im 1-1 machen? Ich frag mich gerade. Wo steht er? Ist er am Tower? Nein, ist er nicht. Schade. Lol, du Troll! Du Troll, Junge! Scheiße, trotzdem komme ich da nicht weg. Doch. Nein, Delusion. Na doch, du. Da, du bist da. Na ja, los, tu den. Ja, easy. Oh mein Gott! Ich bin tot. Wie er stirbt nicht. Ist okay? Jo! Eindeutig! Er stirbt. Das macht so Tool Damage das Gift, aber scheißen wir da mal drauf. Ja, drei. Willst du mich verarschen? Oh, das war nice. Und tschüss. Lol, sie hat noch geheilt. Ich hab's auch gerade gedacht, ey. Sie oh hier. Gott, da kommt Galio, Junge. Und oh mein Gott. Das ist Flash. Wow. Die hat gerade die Shane gemacht und hat keinen getroffen. Und tschüss. Die hat noch viel gebracht auf jeden Fall. Ist egal, so eine Troll-Games verlieren wir eigentlich immer. Ich hatte bis jetzt auch das Jarvan ADC und das habe ich auch kläglich versagt. Ja komm, ich troll mal. Ich nehme mal Swiftness Boots. Damit ich noch schneller bin, wenn ich unsichtbar bin. Woohoo! Ich habe sogar noch Ulti angemacht. Ist doch sowieso schon Sonic. War nice. LOL, der spielt AP Lucian! Bams! Hier, schön. Schön noch hier bleiben, dass er ja mich noch töten will, dass er nicht umdreht. Weißt du, das sind die Skills einfach.
Galio von hinten. Oh, das gefällt. Egal. Ich will den Typen. Nein, nein, nein. Geh weg, Galio, Alter. Er hat einen Schaden oder so zu wenig gehabt. Ich glaube, ich habe so ungefähr mit 1 HP überlebt. Zumindest sah es so aus. Ich bin auf dem Weg. Die Lux kann sterben, das ist mir egal. Hauptsache ich lebe. Es ist so richtig sozial, ne? Ich weiß. Pass auf, Jinx kommt, glaube ich. Ja, Jinx kommt. Ahahaha, mein Kill. Weißt du, mit Chaco muss man halt auf ADCs gehen und so. No. Weil da kannst du schön hochfieden. Immerhin ist Chaco ein Burst Jump. Nope. Extra klasse. Ja, Chaco ist auch einer, der ist auch wie Zed oder zum Beispiel Talon oder Rengar, so ein Champion, der einfach den ADC innerhalb von einer Sekunde platt macht. Weil ich kann halt Talon überhaupt nicht. Ja, tschüss. Fuck it. Aber was verleitet einen dazu, AP Duschen zu spielen? Skaliert überhaupt? Ja doch, stimmt, die Q skaliert auf AP. Stimmt. Nee, die W. Die W ist das. Ja, mal ja. Nee, der Dash skaliert auch auf AP. Nee, der hat kein Skaliert. Ach was! Ja. Hallo, wir sprinten Trollpixels. Da ist es auch nur recht, dass wir einen Troll Lucian im Gegnerteam haben. Alter, weißt du. Da hab ich sogar recht. Da habe ich wirklich recht. Das Unfairste, was man bekommen kann, wenn man AP Tristana spielt, ist Yasuo. Was willst du gegen Yasuo machen? Alles kann er weghauen. Der Bombe, der Ulti, der Autodex. Naja, die machen überhaupt gar kein Damage. Na und? Trotzdem. Stirb! Wie, sie ist nicht tot. Boom. Ignite! Boom. Ich hab sogar Ignited gehabt noch. Der stirbt. Nein, genau, fuck it. Und dann sterbe ich an seinem scheiß Dings, wie heißt's? Los, ein Auto-Tag. Nein. Was ist doch scheiße und der Lucian staubt wieder ab. Nein, ja. Der hat nicht abgestaubt. Ja, der hat noch einen Weg aufgeschissen. Alter, Tam Kench ist einfach richtig OP, meiner Meinung nach. War von Anfang an OP und sind ja. Ist immer noch OP. Ilaoi ist auch ziemlich stark, aber man kann ihn ziemlich leicht countern, wenn man den Geist zum Beispiel abbekommt. Also, zum Beispiel, wenn die jetzt dich hookt mit dem Geist, dann geht die in Regelfall auf den Geist. Und zwar bis zum geht nicht mehr. Und in der Zeit kann man ganz einfach Ilaoi angreifen. Weil die sich dann eben hauptsächlich auf den Geist fokussiert. Fotokussiert, stimmt. Ja, fotokussiert, Junge. Ist gut, alle fotokussiert. Ach verdammt, der war scheiße, gerade eben. Immer diese Scheißrülpser. Ja, das ist halt scheiße, ich bin nicht so der Typ dafür, dass ich einfach mal auf so Kommando machen kann. Weil wie kann der AP Lucian spielen? Wie geht das? Fuck. Kann ich genauso gut auch AP Twitch spielen. Scheiße. Weißt du, ich habe so voll den krassen Plan gehabt, so einfach Ward hinstellen und den großen Krug wegsmiten. Komm daher. Und dann habe ich einfach so eine Sekunde oder so zu früh gesmited, ne? Ich auto-check jetzt einfach mal, boom, boom, boom. Oh, mein Klon! Boom, 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 boom. Alter, schön. Dein Klon lebt noch, easy. Ja, noch. Ich finde so witzig, dass man die Gegner voll trollen kann, indem man einfach den Klon die ganze Zeit bewegt und sich selber aber, also er selber bleibt stehen. Ja, klar. Oh, dieser Heal einfach. Oh, Gimmel! Ich hatte gerade das Mikrofon fast in der Fresse drin, ey. Haben sie mir einfach mal einen Frosch geklaut? Bam, Junge! Oder hast du den Frosch geklaut? Als ob du da wegkommst. Er kommt einfach weg. Er kommt einfach weg. Nein! Ich wollte die Richtung rennen. Ach was. Du Hure. Du Hure. Fick dich, Jinx. Als ob du damit Absicht hingeschossen hättest. Hast du dann niemals. Nee. Ohne Spaß, wenn die gesagt hätte, ja, ich habe mit Absicht hingeschossen, das hätte die in 10 Jahren nicht geschafft. Ja, wenn die das gewollt hätte. Hat sie dann nicht. Die hat gedacht, du läufst so weiter.
du Spasti! Och man! Voll geil, man könnte Twitch sogar auf AP spielen. Oh, der hielt sich doch. Weil man als ob er weiß, was du Hure heißt. Ich muss ganz ehrlich sagen, abgesehen von der E, die Mana-Kosten sind vollkommen in Ordnung. Geh weg hier, du stinkst, geh weg. So, einfach mal because swag hinschreiben. Als ob sie mich einfach... Soll ich mir mal Wounds hören? Mal Wounds hören? Wounds holen, Junge. Jetzt habe ich, Sprachfehler habe ich. Das habe ich. Ich meine, es ist ein Trollgame, das heißt, man muss das auch komplett ausnutzen. Hey, wieso? Runans ist voll OP auf Dings. Ja, ist aber ein Trollgame. Twitch. Wo mir sonst das nie mit irgendeinem ADC. Mit keinem. Ich, ja, bitte. So. Oh, Sis ist aber... Sis ist very, very nett. Oh, Alter, du hättest mir gerade fast gesteert, ne? Nope, das hatte ich auch schon. Das, ein Kollege von mir hat einfach mal dem Jungler den ersten, den Comp geklaut. Und dann direkt so, nice, no ganks, AFK. Was ne Pussy, Junge, nur weil der... Alter, solche Arschlöcher. Ja, okay, ich darf nicht Pussy sagen, ich hab auch schon oft genug meinen Typen geflamed und meine Scheiße. ADC, weil der mir den Buff geklaut hat. Als wüsste er es einfach, dass ich stehen bleibe. Oder er hat einfach den Pinkwort verkackt. Scheiße. Ich glaube, dass sie mittlerweile deine Machenschaften durchschauen. Oh. Sonst habe ich das halt nie, weißt? Sonst sind sie immer so blöd und rennen immer weg. Alt. Weißt du, das ist fucking AP-Nullen und der hat 7-1. Alter, wir haben 7-1 geschafft. Ja, der war einfach eine Scheiß-Lux auf der Mitte hatten. Ja, okay, das stimmt, glaube ich, obwohl das so... Nee, wir hatten einfach einen AFK, Trinder. Und eine Troll-Jungle. Ja, hallo, das ist nicht das... Aber guck mal, der macht trotzdem ganz schön viel Schaden mit der Ultimate. Aber das Niedermähen ist auch denn seine Hauptfähigkeit, glaube ich. Guck mal, ich bin die Ratte. Lalalala. Fall mal drauf. Als ob. Moin. Ja, okay. Jinx ist geflasht. Wenn sie jetzt noch stirbt, habe ich geil. Aber die stirbt auf keinen Fall. Ja, mein Mikrofon ist gerade abgekackt. Zumindest habe ich dich nicht mehr gehört. Weiß nicht, ob du mich noch gehört hast. Ey. Mann, was ist denn das? Ich lebe! Bitches, gib mir deine Movespeed! Weißt du? Das ist ein bisschen Autotext und ein bisschen Gift. Kaum kackt mein Mikro ab. Nein! Schon bist du einfach wieder... 3 Millionen Dezibel rum, ey. Ich würde nicht bei dem rumrennen. Ich lebe, Bitch! Ich lebe! Kann ich ihn irgendwie abschnecken? Ich glaube, ich sollte es nicht tun. Ich sollte ihn mir absnacken. Aber ich auch nicht. Der ist leider schon tot. So. Und so. So. Vor allem, ich finde so geil, dass jetzt ziemlich viel auf Crit gebaut wird, weil der sämtliche... Ja... Selbst der Woolens Hurricane hat jetzt eine Crit. Geil. Echt, der hat Crit? Ja, der hat jetzt Crit-Chance. War echt. Krass. Ne, 30 sogar. Bringt der aber immer noch 17. Ne, warte mal. Wir hatten doch 17. Ne, der bringt nur noch 40. Ah, das ist ja scheiße. Ja, aber ist trotzdem ganz schön krank. Nee. 70 fand ich cool. Wenn du dann einfach... Wave clear bomb! Scheiße. Ich hab gerade Ulti gefailt, ansonsten hätte ich einen kompletten Wave clear gehabt. Die wissen, dass ich hier bin! Geh weg! Ich glaube, wir verlieren das Game wegen uns beiden. Habe ich so das Gefühl. Oh. Aber lass mich raten, du bist ganz knapp entkommen und der Braum ist verreckt instant, oder? Der Braum ist zu mir gesprungen und gestorben. Voll geil ist es auch, wenn ich so einen geilen Teammate habe, wenn ich Sharko spiele und der Typ mich einfach anspringt. Lass mich doch in Ruhe. Oder wenn man als Lee Sin einfach mal die Teemo-Pilze anspringt.
Ja. Damit schön jeder weiß, oh, guck mal, da ist ein Timo-Pilz. Ja. Das ist aber immer geil, wenn man sowas Unsichtbares anspringt. Diesmal laufe ich weiter, ja, Arschgeburt, ne? Wow! Immerhin hat... Okay. Lol, wie schnell ist er denn? Okay, der hat sich sowas gekauft und nennt sich Schuhe, das ich mir nie kaufe. Alter, ist okay, jetzt verpisst euch, Alter. Na, ist klar. Ist klar. 300 mit inner, mit in scheiß Augenstrahl. Fick dich. Sollen wir halt gleich bis in den Fountain hinterher rennen. Weißt du, was ich cool finde? Das ist kacke, ich komm nicht dazu, meinen Devourer aufzubauen. Ich verkauf den Klei. Ich schaff's echt nicht. Ja, der Prom steht dort rum. Geil. Hä? Ich glaube, ich sollte keine Trollpicks mehr auf dem Kanal hochladen, es sei denn, wir sind wirklich 5. Dieser Tarn kennt Main einfach, weißt du? Die Zunge geht einfach genau vor mir wieder zurück. Ich mach Rap auf, ne, ihr braucht mich ja nicht. Was? Guck dir das mal an, wie die pushen, Junge! Hallo! Arschloch! Das Problem ist halt wirklich, ja, so viel kann ich da jetzt auch nicht machen. Was soll ich da groß machen? Soll ich versuchen, ohne Schaden irgendjemanden wegzubürsten? Immerhin nein, obwohl, ich hab die Titanic halt, also. Oh, er rasiert. Läuft bei dir. Ja, okay, das hat er gut gemacht. Das hat er echt gut gemacht. Ich hätte eigentlich das ist sie! Ja, der ist mich aber in dem Moment angesprungen, wo ich durch die Dings gelaufen bin. Bams! Hast du die Titanic Hydra? Ja. Ja, hast du. Nice. Brusen. Die Busen brusen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin immer einer der wenigen, die sich Titanic Hydra gar nicht kaufen, obwohl ich die ziemlich stark finde. Ich kaufe mir die fast immer eigentlich. Ich finde zwar den Effekt ganz cool, dass wenn man einen Auto-Tag macht, je mehr Leben man hat, desto mehr Schaden macht man. Aber dass da in so einem Kegel nach vorne eben der Schaden gemacht wird, das mag ich nicht. Ich will ich da lieber... Das extrem cool. Nee, also zum Pushen ist das noch viel geiler. Nee. Wenn man dann mag noch, ich die normale Hydra mehr. Wenn man dann noch sich Dings kauft. Black Lever, dann... Ja, dann cool. Hat man ein wenig Leben. Weißt du, dann kaufst du noch ein Dings Frozen, bam, ne? Bam, 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 bam. Dann kommen sie nicht mehr von dir weg. Die Gegner, okay, vor Shaco kommst du sowieso nicht weg. Außerdem gehen jetzt eh alle zu mir gleich. Habe ich das Gefühl. Alter, ne? Gestern. Auch schon wieder gestern. Ich erzähle so viel von gestern. Ja. Gestern ist halt gestern. Naja, gestern. Weißt du, ich spiele AP Malphite. Rasier übel hart. Naja, schon. Boah, warte, ohne Spaß, auf Earth habe ich den übelst gerne gespielt. Gegen Annie auf jeden Fall. Und unser Top-Laner, mit dem habe ich zusammen... Ich habe gerne auf Earth gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall, weißt du. Top-Lane, ich mit dem Primate. Er meint so, nee, ich will nicht gegen Annie spielen. Annie feed ich immer. Ist er Top-Lane? Als Yasuo? Weil das haben wir extra gemacht, weißt du. Yasuo und Malphite. Ja. Habe ich gemeint, ja, okay, dann gehe ich Mitte. Ich bin ja sowieso Mitte. Okay, alles klar, weiter. Ja, auf jeden Fall, ich mach sie übel kaputt. Zwei Minuten im Spiel drin. Und der Trainer steht einfach schon unter 3-0. Nice. Sag ihm so, ich bin mir nicht sicher, ob das Annie war, die du da immer findest. Meinst du so, nee, eigentlich spiele ich anders. Ja. Auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ja, okay. GG. Snoops aus. Ja, genau. Sag die Sinx. Ne, sag die Lux. Sag die Sinx. Weil die hat gegen den AP Lucian verloren. Hey, hallo. Ich hab schön gepusht.